Hallo, mein lieber Zwilling, und auch hallo an alle anderen, die eingeschaltet haben. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Vika Stern. Ich wünsche euch allen noch ein wunderschönes neues Jahr 2023. Ich hoffe, ihr konntet gut mit euren Liebsten feiern. Ich wünsche euch, dass alle eure Ziele und Wünsche in Erfüllung gehen und dass ihr auch die Kraft dazu habt, dies auch wirklich anzugehen und durchzuziehen. Ja, meine lieben Zwillinge, das wird euer erstes Monatsreading für das neue Jahr. Wir schauen uns an, dein Januar, dein Hauptthema, was kommt, also mit was du rechnen musst, der Rat der Karten und wie immer, was liegt im Schatten, was ist dir im Januar nicht bewusst. Liebe Zwillinge, das ist eine allgemeine Legung, das heißt, es kann nicht für alle passen. Biege nichts zurecht, hör auf deine innere Stimme. Es kann sein, dass nur eine Botschaft für dich ist. Vielleicht sind auch mehrere Botschaften für dich. Nimm wirklich nur das an, was zu dir gehört. Falls du einmal ein separates Reading für dich buchen möchtest, biete ich das auf meinem Etsy-Shop an. Link ist weiter unten. Als Information, ich werde das Pricing per 1. Februar stark verändern. Das heißt, dann wird auch meine Webseite aufgeschaltet und ich steuere wirklich mehr die Richtung Selbstständigkeit an. Also wenn du es noch zu diesem Preis buchen möchtest, ist es nur noch bis Ende Januar verfügbar. Ja, liebe Zwillinge, dann fangen wir doch an. Was musst du wissen? Was musst du wissen? Entscheidung. Du musst eine Entscheidung treffen. Willst du, ja oder nein? Oder welcher Weg ist der beste für dich? Was ist dein Ziel? Eine wichtige Entscheidung könnte auf dich zukommen im Januar. Und du sollst dich auch entscheiden. Du kannst dem nicht aus dem Weg gehen, nehme ich wahr. Entschuldigt, bin etwas erkältet. Schauen wir mal mit dem Tarot. Was ist deine Hauptenergie, dein Hauptthema im Januar, liebe Zwillinge? Oh, As der Stäbe. Ist auch ein bisschen die Kreativitätskarte. Vielleicht solltest du dich auch wieder mehr deiner Schaffenskraft zuwenden, deiner Kreativität. Falls du dich mit Kreativität identifizierst. As der Stäbe, Chance für etwas Leidenschaftliches, Neues. Das kann auch in der Liebe sein, dass dort wieder ein Funke sprüht. Das kann aber auch im beruflichen Bereich sein, dass du vielleicht eine neue Leidenschaft kennenlernst oder siehst oder wieder entdeckst. Einfach etwas, was dich wirklich packt und sich wie ein Abenteuer anfühlt. Entschuldigt, was haben wir hier? 6. Kelche. Könnte auch sein, dass du es mit einer Vergangenheitsperson zu tun hast oder eine Vergangenheitsperson nochmals Thema wird, wo du eine große Leidenschaft hattest, auch auf körperlicher Ebene. So eine Verbindung, es hat einfach gepasst, nehme ich wahr. Könnte aber auch sein, dass etwas, was aus der Vergangenheit vielleicht großes Thema war, wenn du vielleicht früher viel gemalt hast, dass das wieder Thema wird. Warum aus der Stäbe? Ja, Chance für Liebe, Transformation. Vielleicht war es lange nur körperlich, sage ich jetzt mal. Oder du hast dich nur auf das Körperliche fokussiert oder dein Gegenüber. Aber jetzt ändert sich etwas. Jetzt kommt eine Chance für Liebe. Etwas, was aus dem Herzen her entsteht. Eine Leidenschaft aus dem Herzen. Schön. Schauen wir mal weiter. Mit was musst du rechnen, liebe Zwillinge? Mit was
müsst ihr rechnen, was könnte auf euch zukommen. Löwe, Feuerenergie. Ja. Die Kraft, 5. Münzen und 8. Schwerter. Ihr wollt Vertrauen fassen, ihr wollt wirklich daran glauben, an diese Leidenschaft, an diese Chance. Könnte auch ein Feuerzeichen sein. Aber ich sehe hier mit 5. Münzen, vielleicht hast du das Gefühl, dass du finanziell zu wenig gut dastehst oder dass etwas vielleicht noch nicht erreichbar ist. Was ich aber auch sehe, ist, dass du dich vielleicht außen vor gelassen fühlst, dass dich eine Person zu wenig involviert in etwas. So ein bisschen das Gefühl von Einsamkeit. Oder man wird nicht in das Leben einer Person voll und ganz aufgenommen, integriert. Ich hoffe, das macht Sinn. Auch 8er Schwerter, das führt extrem zu Blockaden. Kann auch sein, dass das ab von der Vergangenheit ist und dass du solche Erfahrungen gemacht hast und dass dich das blockt. Du hast das Gefühl, du bist wie in einer Sackgasse. Du möchtest dort hinaus, aber es geht wie noch nicht. Schauen wir mal weiter. Der Löwe, die Kraft. Ja, Ritter der Kelche, Wasserenergie und 7er Schwerter. Kann sein, dass in der Vergangenheit euch jemand betrogen hat, belogen hat. Und es könnte ein Wasserzeichen gewesen sein, muss aber nicht. Und ihr möchtet aber Vertrauen haben. Ihr möchtet nicht misstrauen. 5er Münzen. Die Kraft schon wieder. Ja, es fällt euch schwer, Vertrauen zu fassen. Es fällt euch extrem schwer. Also verliert nicht den Glauben, ganz, ganz wichtig. Fokus auf die 10er Münzen. Vielleicht habt ihr das Gefühl, die 10er Münzen, die Vollendung, das große Glück ist weit, weit weg. Könnte auch ein Luftzeichen sein, das dich blockiert. Wassermann, Zwilling oder Waage. Justice muss aber nicht. Vielleicht ist noch ein Gespräch offen oder eine Entscheidung eben. Hier ist noch etwas, was gelöst werden muss. Könnte auch etwas aus der Vergangenheit sein. Muss nicht etwas sein, was aktuell ist. Vielleicht auch fehlende Wertschätzung bei der Arbeit. Schauen wir mal weiter. Was musst du sonst noch wissen, Zwilling? Der Wagen, Krebsenergie. Bube der Stäbe, interessant. 8er Münzen. Vier der Schwerter, kann ich sagen. Rückzug, vielleicht hast du mit jemandem gerade keinen Kontakt oder nur spärlich. Oder du überlegst dir, ob du Kontakt abbrechen solltest. Krebsenergie, Bube der Stäbe. Ich habe das Gefühl, du willst ein bisschen mehr erleben. Du willst so ein bisschen aus diesem Schatten hier rauskommen. Vielleicht überlegst du dir bezüglich Reisen oder Aktivitäten oder sogar Umzug, sehe ich hier. Du willst aber in die Hand nehmen, weil der Bube der Stäbe, der sehnt sich so ein bisschen nach Abenteuer. Nach dem Prickeln des Lebens. Er will das Leben spüren. Nicht nur den anderen zuschauen, sage ich jetzt mal.
neue Dinge kennenlernen. Kann sein, dass du jemanden kennenlernst, der so tickt, sage ich mal, der gerne reist, der gerne Dinge entdeckt. Könnte ein Wasserzeichen sein oder ein Feuerzeichen, sehe ich stark. Oder du bekommst selber diese Energie, vorwärts zu gehen und irgendetwas Großes aufzubauen oder das Leben richtig zu spüren. Neue Dinge kennenzulernen. Du bist auch bereit dafür zu arbeiten. Du bist bereit dafür, alles zu geben, um das Ziel zu erreichen. Ja, also hier kommst du aus deinem Schatten. Ich glaube, dieser Tiefmoment dauert nicht lange an. Das wird nur kurz sein. Du löst dich aus dieser Stagnation, aus dieser Blockade. Kann aber auch sein, dass hier wirklich jemand kommt, der so ein bisschen das Feuer in dir weckt. Oder du weckst das Feuer von jemand anderem. Könnte auch wirklich auch ein neues Projekt sein. Irgendetwas erschaffst du hier, aber positiv, etwas Großes, was sich unglaublich gut anfühlt. Schauen wir mal weiter, der Wagen. Zehn der Stäbe. Ja, du willst dieser Ballast loswerden und das tust du. Du schaust genau, wie werde ich das los? Nägel mit Köpfen machen, also wirklich vorwärts gehen. Raus aus dem Tief. Ja, zwei der Münzen. Vielleicht kannst du dieses Abenteuer oder was auch das ist, nicht einfach so haben. Du musst vielleicht jonglieren. Vielleicht musst du mehrere Dinge gleichzeitig tun. Vielleicht hast du Kinder oder bist verheiratet oder arbeitest sehr viel und irgendetwas musst du im Leben jonglieren, damit du das hier haben kannst. Oder es ist dein Gegenüber. Acht der Münzen. Ja, sechs der Schwerter. Du verlässt das wilde Gewässer. Du gehst dorthin, wo du auch siehst, dass es sich lohnt, dass du ernten kannst, dass du das zurückbekommst, was du gesät hast. Sehr schöne Karten. Also du kommst wirklich aus diesem Tief, was auch immer das ist. Ich denke, das ist nur kurz. Kommst du komplett heraus. Also du schießt richtig heraus. Du gehst voran, du tust, du gehst ins Handeln rüber, bleibst nicht mehr in deinem Kopf gefangen, weil ich sehe hier ganz klar irgendwie Abenteuerlust, erleben, rausgehen. Vielleicht Dinge tun, die du vorher nicht getan, noch nie getan hast. Oder es ist dein Gegenüber, der solch eine Energie hat. Aber jemand hat so wie das Prickeln in den Fingern. Man möchte etwas tun. Also schöne Energie. Vor allem, wenn du dich selbstständig machen möchtest, denke ich, ist jetzt Januar, wenn du diesen Impuls spürst, loszugehen. Perfekter Zeitpunkt. Was ist der Rat der Karten? Zwillinge bitte. Der Rat der Karten. Der Rat. Gehe auch mit Verstand voran, König der Schwerter. Überlege taktvoll. Du musst taktisch vorgehen. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, auch wenn das Thema Liebe ist, aber vielleicht brauchst du das, dass du nicht zu emotional in etwas hineingerätst. Weil es deine Karte, auch Kommunikation, sehr wichtig. Recherche, auch wichtig. Ja, neun der Schwerter, Selbstzweifel und Ängste loslassen. Ganz wichtig. Keine Angst haben. Keine Ausreden suchen. Die Ängste dürfen nicht über dein Leben bestimmen. Du darfst Ängste haben, aber du musst die Ängste kontrollieren können. Was liegt im Schatten? Was ist hier nicht bewusst, Zwilling?
Ja. Dir ist nicht bewusst, falls du Single bist, hier ist jemand, Ritter der Kelche. Wasserzeichen könnte es sein, muss aber nicht, aber hier kommt jemand. Und diese Person wirkt vielleicht auf dem ersten Blick, nämlich wahr, langweilig oder unscheinbar, aber sie ist tiefer, als du denkst. So, wie geht der Spruch? Tiefe Wasser gehen tief, irgendwie so. Verlasse das Turbulente, was dir nicht gut tut. Ich glaube, du hast das oder du bist, also du tust es schon und dir ist das vielleicht gar nicht so bewusst. Vielleicht denkst du, du bist noch im wilden Gewässer, aber bist du nicht mehr. Du bist schon auf der anderen Seite oder auf dem Weg dahin. Nehmen wir noch eine Orakelkarte zum Schluss. Zwillinge bitte, Januar. Die idealen Umstände. Ich habe auch das Gefühl, du kannst dich extrem gut anpassen. Oder das ist die Begabung vom Zwilling. Manchmal gibt es ja die bösen Sprüche, Zwillinge haben zwei Gesichter. Aber Zwillinge können sich extrem gut anpassen an jeder Situation, wie ein Chamäleon. Die sehen Wege, Abkürzungen, die andere eben nicht sehen. Das ist die ganz große Begabung von einem Zwilling. Der kann sich unglaublich gut anpassen, switchen, Dinge sehen, Dinge erkennen, sich anpassen und so Probleme extrem schnell lösen. Also nutze deine Begabung, nutze das wirklich. Ja, meine lieben Zwillinge, danke vielmal fürs Zuhören, Zuschauen. Lass ein Like, abonniere meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao!